Hallöchen und willkommen zurück zu Spellforce Dry Soul Harvest. Noch bei einer Nebenquest, die jetzt doch am Ende aufgeploppt ist, die ich nicht erwartet habe, dass sie aufploppen wird, aber sie ist da und wir machen sie. Wir helfen jemandem zu fliehen. Und dabei müssen wir aber mit dem Schmied sprechen, der eine Fälschung anfertigt. Mal sehen, was ich für den Schmied machen muss, weil der wahrscheinlich nicht einfach sagt, jo, mach ich gratis. Wenn er jetzt sagt, okay, es kostet jetzt 1000 irgendwas Gold, ja gut, dann mache ich das. Aber ja, ich mache es auch, wenn er was anderes will. Aber das ist halt immer so, Gold zu geben ist immer so die einfachste Variante. Also die schönste Variante, um das Quick and Dirty mal zu machen. Mal sehen. Ich schätze, der Schmied ist fuck, der ist gar nicht da. Aber schaut mal, da ist ein Zettel an seiner Werkbank. Bin auf der Jagd. Das ist nicht sehr hilfreich. Naja, vielleicht ist er später wieder da. Vielleicht ist er später wieder da. Oh nein. Gibt es denn in Spellforce überhaupt auch ein Tag- und Nachtsystem? Also das ist so. Das ist so, ne? Dass auch Charaktere sich danach, also NPCs danach orientieren, nach Tag und Nacht. Weil dieses Tag- und Nachtsystem gab es ja in Spellforce 1 und 2. Da konnte man auch sehen, ob Tag und Nacht war. Und gut, dass die NPCs sich jetzt daran orientiert haben, das jetzt eher nicht, aber zumindest konnte man sehen, ob Tag und Nacht war. Man hat auch gesehen, das wird langsam dunkel, dann wieder hell und so. Aber hier hast du ja diese Anzeige nicht und hier weiß ich nicht, ob das überhaupt relevant ist. Deswegen keine Ahnung, ob ich jetzt warten muss, bis er einfach automatisch zurückkehrt oder ob ich ihn jetzt suchen muss. Nur, wo wäre er? Das ist das Problem. Unten auf der Jagd? Hier irgendwo unten im... im Bereich hier? Glaube ich ja eher nicht. Und, ja. Ich will damit sagen, dass ich eventuell... ja, schwierig. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis er wiederkommt. Vielleicht muss ich ihn wirklich suchen. Aber, come on, wir haben uns jetzt schon so lange hier aufgehalten. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht um an der Zeit, wirklich das Gebiet mal zu wechseln, oder? Dann scheißen wir mal auf diese Nebenquest. Junggeschwörer, beschwört eine Kreatur um euch in der Schlacht. Es ist so ganz merkwürdig. Ich bekomme hier teilweise Achievements, die ich eigentlich gar nicht bekommen sollte, glaube ich zumindest. Ah, gut. Ja, wir haben jetzt noch die Nebenquest hier. Dann haben wir. Ja, gut, das sind aber. Ja, dann haben wir hier noch Nebenquests. Ja. So viele haben wir gar nicht mehr offen, ne? Also ist es nicht so ganz schlimm wie bei der Hauptkampagne, wo vor allen Dingen haben wir da ja auch einige gehabt, die wir gar nicht abgeschlossen haben, weil ich das ein bisschen verwirrend fand mit diesen komischen Goblins. Aber egal. Wir gehen jetzt nach das Schalachmoor, da sollen wir hin. Er muss natürlich wieder mit, aber ich würde sagen, wir belassen unsere aktuelle Party so, wie sie jetzt ist. Und hier oben ist wieder keine Auswahl von hier ist keine Auswahl von wegen, welche Einheiten wir mitnehmen wollen. Entweder ist Default Dunkelelfen hier am Start oder aber, wovon ich auch ausgehe, dass wir hier überhaupt gar nicht im Baumodus wieder gehen. Zwischen den dürren Bäumen und der nassen Fäulnis sind überall Spuren der Übernahme des Moors durch die Fleischsippe sichtbar. Eine Reihe angespitzter Stöcke, einige davon mit den Schädeln erschlagener Gegner oder den Körpern von Tieren geschmückt, markieren das Gebiet der Orks. Ein Schimmer Sonnenlicht auf dem Moor ist der einzig freundliche Funke vor einem Hintergrund des Gestanks von faulendem Holz und gärendem Sumpf. Nun, das ist das Moor. Ich schätze, unsere beste Chance, Saurep zu finden, ist, zunächst die Fleischsippe zu finden und zu befragen. Ich habe vorhin einige Spuren gesehen, die von Orks stammen könnten. Sie dürften nicht so weit weg sein. Dann machen wir uns doch auf den Weg.
Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, wenn man mal das ganze Spiel so ansieht, ich meine, ja, es ist halt ein Strategiespiel und ja, es ist kein, was weiß ich was, Star Citizen oder Battlefield oder sowas, aber es sieht schon schön aus, ne? Also es hat schon Atmosphäre. Ich meine, es muss nicht unbedingt ultra hoch detailliert auflösend sein, aber es hat schon Atmosphäre. Ja. Sicherlich. Wirklich. Macht euch bereit. Ihr seid Orks. Orks, Orks. Oh nein. Geht voran. Ja, gut. Das waren wahrscheinlich so ein paar Orks von den Stamm, der hier lebt. Ja. Das ist doch ein Dunkelelfen. Ich habe mich gefragt, ob ihr euch jemals fremd fühlt. So, als würdet ihr nirgendwo hingehören. Macht es euch etwas aus, das ein anderes Mal weiterzuführen? Natürlich nicht. Ist doch nicht so ein Dunkelelfentower hier, so ein... Ja! Okay. Ja, eventuell haben wir doch Baumodus, aber vordefiniert Dunkelelfen. Sicher doch. Oh, hier noch Loot. Sofort. Ist wer Hartes gestorben? Hier drüben. Okay, wir zumindest mal den Orks, der danach aus ist, können wir da hinkommen. Ja, also der Baumodus ist noch nicht aktiv, aber man sieht hier schon, wir haben hier die Ressource Echos, das ist von den Dunkelelfen. Wir haben vordefiniert hier wahrscheinlich Dunkelelfen. Baumodus. Ja, ich mag die Dunkelelfen nicht so sehr, weil wir neben Seelen grabben und so weiter und so fort, ist es so ein bisschen. Aber von mir aus. So, das ist der Typ, mit dem wir reden sollen. Warte mal, ist das. Hat genau das Bild von Gore, ne? Das ist so, hey, das ist bestimmt Gore oder sowas. Nee, ist er nicht, aber... Die besten Waren von Xu bis zu den Ascheländern. Meint ihr, dass es die besten Waren sind hier? Guck mal, Pilze und... Das ist irgendwie Quest, okay? Ich habe hier auch gute Waren. Ein paar Panzer. Und ich habe Tränke. Ja, mal hier ein paar von diesen dämonischen Essenz verkaufen. Ja, was ist denn das hier? Spezialinventar? Oh, stimmt, wir haben ja... Oh, wir haben ja diesen Ring und dadurch wahrscheinlich können wir jetzt auf so ein Spezialinventar zugreifen, wo Spezial... Ja, dadurch werden die ganzen Händler, wo wir ja schon mal gewesen waren, ja nochmal ein bisschen interessanter, weil wir ja dann dadurch ja trotzdem nochmal ein paar andere Gegenstände sehen könnten. Interessant. Aber... Machen wir erstmal nicht. Aber das ist ganz cool. Da kann man ja nochmal, wenn man bei Händlern nochmal vorbeikommt, wo wir schon mal gewesen waren, da nochmal gucken. Weil die dann ja wahrscheinlich jetzt auch ein Spezialinventar haben. Oder ich war mal so blind und die hatten das schon die ganze Zeit gehabt. Aber ich glaube, das kommt durch den Ring, oder? Den Ring hier. Bei bestimmten Händlern sind besondere Waren erhältlich. Ah, okay. Nicht bei allen, nur bei besonderen. Du bist scheinbar so ein besonderer Händler. Na, schon gut. Mehr Blass heute?
Wollt ihr euch Zarachs Probe anschließen? Die letzten endeten auf dem Leichenhaufen, also solltet ihr noch einmal darüber nachdenken. Nee, eigentlich nicht. Die letzten? Ein paar rosige kleine Jungs, die sich Abenteurer nannten und auf Reichtum gehofft hatten, ist ihnen nicht gut bekommen. Was ist Zarachs Probe? Ein orkisches Ritual. Im Grunde ein Monat voller Kampf und Blutvergießen. Ihr haltet es also gerade ab? Sieh einer an, der Dunkelelf hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, wir sind mittendrin. Aber es kämpfen nicht nur wir aus der Fleischsippe untereinander. Jeder, der Zarach seinen Respekt erweisen will, kann teilnehmen. Aber ihr scheint nicht wegen der Probe hier zu sein. Also warum seid ihr dann hier? Das Ding ist, zumindest sind sie jetzt nicht so, dass sie uns komplett feindlich gegenüberstehen. Das heißt also, dass wir zumindest mit denen irgendwie diskutieren können, ne? Immerhin. Weil ich dachte, dadurch, dass sie sich jetzt Goa abgewandt haben, sind die gegen Goa, also komplett gegen Goa. Also so, dass das die Feinde sind und die Feinde und die Menschen sind auch die Feinde und so weiter und so fort. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Ist die Fleischsippe wegen der Probe hergekommen? Unter anderem, ja. Welchen Zweck haben diese Kämpfe? Welchen Zweck? Blutvergießen, Stärke, das Überleben des Überlegenen. Wir feiern die Natur allen Daseins, das große Ringen. Wer auch immer am Ende gewinnt, erhält die Hälfte aller Schätze des Stammes. Was vermutlich der Grund dafür ist, warum so viele Möchtegern-Abenteurer mitmachen. Sie verstehen nicht, dass der wahre Preis nicht aus Gold oder Waffen besteht, sondern in der Ehre, sich vor Zarach bewiesen zu haben. Duldet der Hohe Vater eure Anwesenheit hier? Wenn nicht, kann er uns das gerne sagen. Ja. Ist dir zufällig vor kurzem eine Dunkelelfe durchgekommen? Ihr Name ist Saureb. Sau? Da möge mich doch Zarachs Feuer verbrennen. Was auch immer ihr mit ihr zu erledigen habt, die wird nicht wieder mit euch kommen. Der Häuptling hat sie zu seiner Blutprinzessin gemacht. Das ist ein kleines Problem. Blutprinzessin, wovon redet ihr? Als sie vor einem Mond herkam, dachten wir erst, sie wäre wie all die anderen Narren, die wegen der Schätze in der Probe mitkämpfen. Aber das war sie nicht. Sie kämpfte wie ein Dämon mit einer zugleich ungezähmten und reifen Kraft. Der Häuptling hat herausgefunden, wer sie wirklich war. Die Blutprinzessin. Es gibt eine alte orkische Prophezeiung über eine Nicht-Orkin, die sich in der Probe beweisen wird. Wenn sie besteht, wird sie sich mit dem stärksten Ork des Stammes paaren, dem Blutprinz, und eine neue Art von Krieger hervorbringen. Okay. Eine neue Art von Krieger hervorbringen? Ihr meint, euer Häuptling will, dass Saureb seine Kinder kriegt? Und viele davon, ja. Und sie werden makellos sein. Die Kinder von Noor und Zarach, vereint mit der Stärke der Orks und dem magischen Talent der Dunkelelfen. Der perfekte Krieger, das unübertreffliche Raubtier. Und wie werdet ihr diese neuen Kriegerspezies von Dunkelelfen und Orks nennen? Dorks? Sehr witzig. Ja, das. Ja. Okay, da kam unerwartet. Euer Häuptling denkt also, dass Saureb seine Blutprinzessin ist. Warum das? Nur weil sie in der Probe gut gekämpft hat? Nur? Sie hat genug Männer, Frauen und Kreaturen erledigt, um damit einen ganzen Friedhof zu füllen. Saureb ist eine wahre Kriegerin, Blasshaut. Etwas, was eure Spezies nur sehr selten hervorbringt. Einen Mond vor ihrer Ankunft hatte unser Häuptling einen Traum, in dem Zarach ihm gesagt hat, was geschehen würde. Saureb kämpft also seit einem Monat in der Grube da unten?
ohne auch nur einmal zu verlieren, ja. Und sie wird weiterkämpfen, bis die Probe beendet ist, so wie Zarach es will. Hat sich euer Häuptling in sie verliebt? Liebe? So könnte man es nennen, ja. Aber vor allem ist es Respekt. Er weiß, dass sie die eine ist, die unser Volk in ein neues Zeitalter führen wird. Was denkt Saurab über die ganze Sache? Was glaubt ihr denn? Sie fühlt sich geehrt, was sie auch sollte. Mhm. Wir müssen mit Saurab reden. Keine Chance. Nicht vor dem Ende der Probe und sicher auch nicht einmal dann. Sie gehört nun dem Häuptling. Wir könnten in der Probe mitkämpfen und sie befreien, indem wir gegen sie gewinnen. Was habt ihr gesagt? Nichts Wichtiges. Wir wollen uns der Probe anschließen. Ihr plant doch etwas, oder? Euren Traditionen nach müsst ihr uns teilnehmen lassen. Oder habt ihr Angst, dass ein paar Blasshäute eure besten Krieger schlagen könnten? Ihr habt ein großes Mundwerk. Gut. Kämpft, wenn ihr wollt. Aber heult nicht rum, wenn ihr eure Freunde nur noch in Stücken raustragen könnt. Shit, wir müssen das machen, ne? Okay, dann machen wir das. Wir sind für den Kampf bereit. Lasst uns ein. Gut. Wartet hier. Wir rufen euch auf, wenn ein Platz für neue Kämpfer frei geworden ist. Und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. So, jetzt kommt natürlich wahrscheinlich sofort auf. Folgt ihr dem Ork in eine große Höhle. Vorwärts, sagte er und nickt in Richtung eines Eingangs, ohne jedoch einen Finger zu rühren, um euch weiterzuführen. Es folgt ein langer und einsamer Abstieg in die Tiefe. Die Stalagmiten ragen ringsum wie Zähne auf und die Luft ist kalt und faulig wie der Atem eines Kranken. Endlich flackern in der Ferne Fackeln und dann hört ihr das Brüllen einer Menge. Gut, jetzt gilt es. Der Ork sagte, die Probe beginnt, sobald wir die Arena betreten. Erinnert ihr euch an den Plan? Wir halten bis zur letzten Runde durch, in der wir gegen Saurib aufgestellt werden. Dann sagen wir ihr, wer wir sind und schaffen sie hier weg. Genau. Es ist ein gewagter Plan. Aber abgesehen davon, all unsere Truppen zu rufen und den ganzen Stamm auszuschalten, sehe ich keine andere Möglichkeit. Außerdem läuft uns die Zeit davon. Wenn der Häuptling Saurab jeden einzelnen Tag kämpfen lässt, kann niemand sagen, wie lange sie noch durchhalten wird. Dann möge Tiara auf uns herablächeln. Okay, na, gewagter Plan, der wird wahrscheinlich dann irgendwie scheitern und wir müssen dann doch noch irgendwie verteidigen oder so, keine Ahnung. Blasshaut. Armes Ding. Wollt ihr Waffen, Glücksbringer oder vielleicht sogar eine Henkersmahlzeit? Ich habe alles im Angebot. Du willst uns nur scannen, oder? Kauft ihr was oder geht ihr wieder? Ihr seht aus, als könntet ihr jedes bisschen Hilfe gebrauchen. Ihr sagt etwas von Glücksbringern. Keine Ahnung, ob ich eine orkische Tradition breche, wenn ich sie an eine Blashaut verkaufe. Aber zur Hölle damit. Es sind Stützen. Sie helfen euch, etwas länger zu überleben. Sie können euch stärker machen, etwas Hilfreiches beschwören oder euren Gegner in Brand setzen. Ihr wisst schon, solche Sachen. Aber benutzt sie nur innerhalb der Steinkreise, in Ordnung? Außerhalb werden sie für euch im Kampf ähnlich viel Nutzen haben wie eine Handvoll Puderzucker. Ja, mal sehen. Könnt ihr mir irgendwelche hilfreichen Hinweise geben? Hilfreicher als sterbt nicht? Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. In Zarachs Probe geht es nur um Kampf und Blutvergießen. Und genau das werdet ihr bekommen. Zeigt mir euer Angebot. Also wahrscheinlich hat jeder ein Spezialinventar, aber nicht unbedingt immer was da drin. Okay. Dein Angebot ist genauso langweilig wie nicht interessant. So. Muss ich jetzt einmal von denen reden, um da reinzukommen? Ja, gut. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen, wir machen den Arena-Kampf in der nächsten Folge. Unseren ersten. Ich denke mal, wir werden ein paar haben. Und dann haben wir schön Zeit, da die Arena-Kämpfe dann zu machen. Vielleicht dauert der eine oder andere ja auch ein bisschen länger. Oder was weiß ich, irgendwas passiert da noch und so. Man weiß es ja nicht.
Also dann, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.